Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem Video zu Super Mario Bros. Wonder zusammen mit dem Sunny. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufgabe-Session, also der neuen Folge von Mario Wonders zusammen mit dem Sunny. Hallo. Ich habe ihn mittlerweile leiser gestellt. Das ist mir bei der ersten Aufnahmesession leider nie aufgefallen, dass er so extremst laut war. Das habe ich jetzt ein bisschen hier korrigiert. Sunny hört jetzt übrigens auch endlich den Ingame-Sound, ohne dass er doppelt ist. Und ich mag die Musik. Die hast du verpasst. Ich müsste eigentlich mit dir in das Piranha-Level nochmal, damit du da den Gesang hörst. Ah, passt schon. Im Übrigen, bevor wir da oben mit dem Ultra-Level heute anfangen, YouTube-Videos zu Mario Wonders gucke ich ungefähr so weit, wie wir selber auch sind. Und dabei habe ich gesehen, dass einer hier unten eine spezielle Welt gesehen hat, die man gar nicht auf den ersten Blick sieht. Also hier ist eine versteckte Welt, hier auf der rechten Seite. Siehst du, ich kann ja A drücken. Ah, lol. Sehr versteckt. Das ist wahr. Wo sind wir hier? Tots waren immer deine. Was war eure Möglichkeiten zu begegnen? Findet ihr nicht? Schön, eure Bekanntschaft zu machen. Wir treffen uns doch gerade das erste Mal, ja? Oder kennt ihr mich etwa? Ich wollte suchen nach Schätzen und habe mich gefragt, sucht auch irgendjemand mal nach mir? Ich bin ganz verirrt und verwirrt. Wo sind wir hier eigentlich? Könnt ihr mir das sagen? Oh, das hätte ich fast vergessen. Ich habe nämlich 50 Blumenmünzen gefunden. Vielleicht könnt ihr sie bei euren Abenteuer gebrauchen. Ich drücke euch die Daumen. Schön, ja auch mal Captain Toad zu sehen. Okay, hier gibt es offenbar noch einen Weg runter, wie man da links sehen kann. Wir sollten ab sofort auch die Ränder ablaufen, einfach nur um zu sehen, ist hier irgendwo was Verstecktes. Das sollten wir auch bei der vorherigen Welt nochmal machen. Ja. Beaver springen auf der Karte. Aber wer kommt denn auch darauf, dass hier eine Röhre versteckt ist? Ja, das stimmt schon. Wir gucken auch mal dann am besten hier in der Wüste links von uns nochmal sicherheitshalber, ob hier irgendwo was versteckt ist. Okay, hier scheint nichts versteckt zu sein. Da wollte ich eigentlich nicht rein. Kannst aber ruhig mal so ein Fünferpack kaufen. Also. Ja, bräuchten wir vielleicht. Ich habe übrigens nach ein paar Methoden gesucht, um Sunny so ein bisschen mit den Lags zu helfen bei Parsec. Und ich will nochmal erwähnen, weil man das auch in der ersten Folge gefragt hat, die Software, die ich nutze, damit Sunny hier bei der Switch mitspielen kann. Das ist nicht Parsec, das ist eine Software namens G-Tuner. Da muss man aber ein echter Computerexperte in Codierung sein, um das Teil richtig zu nutzen. Ich habe das nur zufällig hinbekommen. Oh, wie furchtbar! Nur dieser gemeine Bowser ist schuld daran, dass hier ein Felsen auf den Weg gefallen ist. Ich will ihn zu gern zerbrechen, aber er ist einfach so riesig. Wenn ich doch nur 10 Blumenmünzen hätte, durch die wir Poplins stärker. Hier bitte. Hätte ich das gewusst, hätte ich dir die früher gegeben. Ja. Danke, jetzt trotzdem meine Blütenblätter nur so vor Kraft. Den Fels aus dem Weg zu räumen wird nicht lange dauern. Hey, du Fels, hör auf, im Weg zu sein. Aber ich stehe gern. Genau, diese 10 Blütenmünzen haben dir Kraft gegeben. Mit der Kraft, die du mir geschenkt hast, konnte ich den Fels zerschmettern. Dein Weg ist jetzt frei. Ja, noch ein paar Welten, ne? Ich sehe da oben doch so, glaube ich, sogar einen Stempel oder wie das Ding hieß. Nee, Aufkleber. Halt schon, Mr. 1. Abschimpfen, Tiss. Guck mal, das ist da oben die Ecke. Ich wusste es! Mein überragender Verstand! Das sah schon so verdächtig aus. Nochmal, Captain Toad. Was war das, um jemanden zu begegnen? Findet ihr nicht? Ich war gerade auf eine Schätze hochkonzentriert, als ich plötzlich in einen Sturm geraten bin. Schätze habe ich hier nicht viele gefunden, aber der Ausblick ist toll, oder? Ach ja, während des Sturms wurden mir 50 Blumenmünzen direkt in die Arme geweht. Die können euch sicher helfen, wenn ihr gerade ein Abenteuer erlebt. Schenkt uns immer 50? Anscheinend. Ja, dann würde ich sagen, machen wir zuerst den Test hier, ne? Jo, dann machen wir zuerst das. Wir sollten eventuell auch die falsche Mütze ausrüsten. Wir haben noch den Sprung ausgerüstet. Ja. Ach so, der wechselt automatisch mit. Was automatisch ausrüstet, okay. So, jetzt kommt der Praxistest, ob deine Legs geringer geworden sind. Mein Pilz. Was war denn nochmal? Falsche Mütze. Er. Oder in deinem Fall die Schlucht.
Ich wäre rübergekommen. Du kannst nicht weg. Und im Übrigen, das hattest du nie gehört, aber wenn die reden, die, also, die haben nicht nur Schrift, die reden wirklich. Geld! Ein toter Bruder! Kann ich einmal kurz austesten, was die mit... Hä? Du musst in der Luft sein dafür. Ja, ich weiß. Ich kann die Mütze nicht benutzen. Einen Moment, ich versuche dir gleich nochmal zu helfen. So, sorry für die kurze Unterbrechung, aber ich habe jetzt eben kurz Sunnys Problem in der Welt gelöst. Nein, nicht abhauen! Oh. Nein! Du dachtest auch, wie ich, das haut jetzt für endgültig ab, ne? Ja. Warte! Das kriegen wir besser hin. Nee. Hab's! Ich hab's, Geisterbruder! Ist toll. Ich hab Sunny jetzt übrigens endgültig die Pause-Taste weggenommen. Er kann kein Pause mehr drücken. Also keine Mini-Cuts mehr. Diese Abzeichen hast du gemeistert. Möchtest du es verwenden? Na klar, die falsche Mütze geht eigentlich immer ganz gut. Jo. Ah, das ist eine Rollschuh-Koopas. Okay. Nicht immer so sprinten, Junge. Da oben, da sind sie. Kann ich euch die Rollschuhe mopsen? Ich habe meine Mission erfüllt. Ey, was fällt dir ein? Oh! Oh, das ist ein Mario-Block. Ah, wenn man mit dem richtigen gegenspringt, dann kriegt man einfach ein paar Münzen. Okay. Du spielst Risky? Noch vier? Vier was? Oh, wir müssen sie umbringen! Geschafft! Kann, glaube ich, auch keine Schlampertacke machen, aber das musst du dann halt machen. Da müssen wir vielleicht nachher noch mal drüber schauen, aber das brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht. Ihr habt so schöne Rollschuhe. Ey, warte, guck mal, da oben schnarcht wer. Nein! Ach komm! Ja, da denke ich mir auch. Nee. Nee. Hallo? Nur das Gequatsche? Mehr nicht? Der Seite ist doch bestimmt auch noch. Ich habe mich fürs Gemeinwohl geopfert. Du denkst, ein versteckter Durchgang, ne? Ja. Okay, man muss es zumindest mal ausprobieren. Oh! Zieh so an dem anderen. Guck mal. Da zieh ruhig dran. Einfach die Sprint-Taste gedrückt halten. Ah. Bei mir kamen zwei raus. Ich hätte gern die Blume rechts. Du schaffst es, ich glaub an dich. Boing.
Oh, warte, wir brauchen einen Cooper. Warte, lass zurückgehen, damit der. Ja, genau, damit der wiederkommt. Abi, komm hier hin. Ich muss hier hin. Bin da. Oh, das war knapp. Oh, an dem müssen wir bestimmt auch ziehen. Okay, wir müssen 5 von den Dingern sammeln, wahrscheinlich sehr schnell. Oh Gott, was ist das für eine verrückte Welt? Wie die letzten 2. Nein! Ich hab's noch versucht. Da oben ist ein Weg. Alter, die Wege hier sind so bescheuert. Ich schaffe es noch irgendwann. Ich hätte gesagt, 3 Sprung, aber 3 Sprung existieren in diesem Spiel nicht. Hätte ich dir jetzt auch gesagt. Und da ist er wieder ein Geist. Wer ist schuld dran? Oh, ich hab's hochgeschafft. Ich auch. Ganz ohne Cheat. Da ist auch nochmal eine. Eine fehlt jetzt noch. Gut, dass wir unendlich Zeitlimit haben, ey. Ah, hab dich gerecht. Das ist die letzte. Jetzt müssen wir irgendwie da hochkommen. Ja, ist leichter gesagt als getan. Was für eine verrückte Welt. Mhm. Hui! Oh! Spaß! Reicht, wenn einer die Flagge kriegt. Ja. Yeah! Wir haben nicht 20 Minuten gebraucht, um das Level zu schaffen. Nein. Hasen Rollschuh Coopers. Und da ist nochmal irgendein Bonuswundelsamen. Der Schnaufpasser, flieg Rolf. Rolf. Rolf schon wieder. Immer diese Rolfs. Mhm. Oh nee. Okay, ich übernehme den roten, du den blauen. Jo. Das war einfach. Guck mal, ihr seht auch stets, um welchen Datum wir aufnehmen. Ja. Okay, das war offenbar alles hier. Sorry, die Münze war zu wichtig. Eben kurz noch gucken, nicht, dass sich hier was versteckt. Okay, ich glaube, da wo die Linien sind, da kann man nicht speziell rumsuchen. Ja. Galopteros Stampede. Schwierigkeit 4. Also sehr einfach für uns. Wir werden bestimmt nicht sterben. Ich würde die, glaube ich, nicht kaputt machen. Wir brauchen die noch. Warte. Von links oder von rechts?
Was ist das für ein beklopptes Level? Nein! Wir bleiben mit der falschen Mütze. Ich denke auch, ja. Alter, wie schnell wir gestorben sind. Hab ihn! Sehr schön. Oh nein! Hab ihn! Nein! Komm zurück! Oh Gottes Willen! Zum Glück müssen wir die mindestens mal einmal einsammeln. Okay, ich verstehe, warum das Level 4 in Schwierigkeit 4 hat. Hast du die Sprungtaste nicht gefunden? Oh nein. Gar nicht hinterher hier. Ich glaube, wir sollten noch mal ein paar extra Leben kaufen. Ich glaube, die, die wir haben, reichen nicht. Ich glaube auch. Ich mein Verzweifel versucht es noch einzuholen. Du musst weg! Du musst weg! Na, das hätte ich früher machen müssen. Um Gottes Willen, wir kriegen auch noch Münzen abgezogen. Warte, wir kaufen erstmal ein paar Leben. Klar. Ich danke dir für alles, was du für uns tust. Bitte nimm diese 5 Wonderpilze, die sind ja bestimmt sehr nützlich. Ja, wir werden wesentlich mehr brauchen. Hä? Hä? Sind wir so scheiße, dass wir was freigeschaltet haben? Goldener Münzregen. Wir sind zu schlecht für diese Welt. Das Level ist so auch mega hektisch. Oh. Oh! Ich sehe das Paradies. Die schießen im Takt der Musik. Dürfen uns nochmal eins absammeln hier. Oh, was ist das hier für ein Paradies? Geil, ne? Goldener Münzregen. Ich glaube echt, dass wir das bekommen haben, aber nur weil wir zu schlecht waren gerade. Das waren vor allen Dingen nur 2 Leben. Ja. Fuck, wir haben beide verfehlt. Ab die Münze! Nein! Oh, zu früh gesprungen. Sorry, ich kann leider nichts zu dir. Ich kann leider nicht. Ich hab den Knopf dabei erwischt. Oh, noch drauf geschafft. Da ist sie. Hab sie. Egal, wir haben sie, wir haben sie. Wir können das Level nochmal machen. Hauptsache, wir haben die Kackmünze. Hä? Auch da lag ein Gegner oder was? Scheinbar. Bruder! Oh, um Gottes Willen, ich kann nicht stehen bleiben, ich kann nicht stehen bleiben. Ja! Wir waren knapp. So nah und doch so fern. So, jetzt kommt der Springpart. Einfach springen, einfach springen, einfach springen! Oh! Ich glaube, da bräuchte man den Elefanten. Da oben auch durchkommen. Ich glaube, man müsste den Elefanten im Inventar haben. Wir können ja in einem Level eben kurz einfach die Elefanten in unser Inventar holen und da nochmal hingehen, auch wenn das schlimm ist, dorthin zu kommen. Oder brauchen wir das überhaupt? Weiß ich nicht. Die Flagge haben wir, ich glaube, wir haben alle Münzen. Und wir haben jetzt den zweiten Wundersamen. Was ich mir vorstellen könnte, dass dort ein Secret Exit ist. Ja.
Wollen wir mal eben kurz versuchen, einen Elefanten in unser Inventar zu holen und dann nochmal da reinzugehen? Dass wir den dann einfach dort aus dem Ballon holen? Jo. Jo, können wir versuchen. Ich glaube, hier unten gab es ein paar. In dem unteren Level. Hey! Oh Gott. Ah, verdammt, ich wollte mich da wegducken, aber anscheinend haben die nicht genug kaputt gemacht. Okay, sind wieder an der Stelle. Okay, jetzt wird durchgeprügelt. Wussten wir es doch, hier ist noch eine Spezialröhre. Frage ist, wo führt die hin? Auf den Dude. Verdammt. Hm? Ich hab die Spitze nicht getroffen. Ach so. Dass wir dafür jetzt extra einen Elefanten holen mussten. Mhm. Boah, das ist ein richtig schönes Bild. Ja. Ja, und Spezialweg. Lass dies im Zwielichtwald. Auch ein interessantes Level. Mhm. Ah, nochmal zwei aber, auf Abruf. Aber geil designt. Oh, da oben ist irgendwas. Ja, die muss man als Elefant hauen. Diese leuchtenden Stellen. Hier ist die erste 10er-Münze. Ach Gott, ich wollte ihn eigentlich mitnehmen. Ja Leute, ihr dürft raten, wer von uns welcher ist. Und wie war dein Tag so? Ja. Da ist nichts, habe ich schon geguckt. Okay, irgendwie da hochkommen. Hab's geschafft. Aber ist geil designt. Mhm. Nicht ehrlich. Ich mache allgemein diese dunklen Level. Verdammt. Hier gibt's neue. Meine Münzen. Oh, der hat das Teil. Ja, irgendwann. Bestimmt. Oder? Was? Das ist eine sehr gute Frage. Weil ich es weiß, beantworte ich es dir. Bin ich der Einzige, dass ich finde, dass es aussieht wie ein. Wir reden nicht drüber. Okay. Okay, wenn du nach unten drückst. Sind wir jetzt ein Goomba? Da ist auf jeden Fall die Münze. Guck mal, wie die Welt auch mit runter geht, ne? Ich weiß, was mein Partner wird. Ja. Perfekt. Was Hölle ist das? Naja. An irgendeiner Stelle hätten wir doch den Samen doch noch aufsammeln müssen. Ja.
Irgendwie habe ich das Ding oben nicht getroffen. Ganz merkwürdig. Hast du, oder? Nein! Ich habe nur ein Excellent. Hä? Und irgendwo haben wir den Wundersamen übersehen. Da geht's auf jeden Fall noch weiter. Oh, Schnee. Wir müssen da noch den Wundersamen finden. Oder? Da! Da ist der! Aber in geduckter Version. Was für ein Schwachsinn. Das Leben steckt voller Überraschungen. Diesmal habe ich die Flagge. Ja. Sehr schön, dann haben wir das auch bekommen. Na gut, für heute würde ich dann aber sagen, war's das. Bei uns ist das jetzt hier schon fast 40 Minuten lang das Video, bei euch wahrscheinlich nur so 20, je nachdem wie gut ich schneide. Jo. Ja Leute, wenn es euch gefallen hat, Abo und ein Like da lassen. Und dann geht's beim nächsten Mal weiter mit Rolls durch die Lüfte. Wir müssen auch noch bei dem Schlosslevel nochmal vorbeischauen und da die zweite Münze holen, weil ich das noch nicht gemacht habe. Genau, stimmt. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.